Welche unfassbaren Neuigkeiten gibt es jetzt um den Wechsel von Kylian Mbappé? Und welcher Bayern-Star steht jetzt kurz vor dem Abgang? Das und vieles, vieles mehr jetzt hier nur bei uns in diesem Video. Wir starten mit einer Meldung aus der Bundesliga. Mehrere Medienberichten zufolge steht Marco Richter kurz vor einem Wechsel. Offenbar könne der 25-Jährige die alte Dame schon zeitnah verlassen. Laut der Bild steht er rechts außen vor einem Wechsel zum FSV Mainz 05. Die Verhandlungen zwischen den Clubs seien bereits abgeschlossen. Die 05er zahlen etwa mehr als 3 Millionen Euro. Richter soll einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen und verpasst am Montag das Hertha-Training, offiziell aufgrund muskulärer Beschwerden. Dem Bericht zufolge befand sich der Rechtsfuß allerdings schon auf dem Weg nach Mainz, um am Dienstag den Medizincheck zu absolvieren. Richter kam 2021 für 7,1 Millionen Euro vom FC Augsburg nach Berlin. Bis dato da stand er in 66 Partien für Hertha auf dem Platz. In der abgelaufenen Saison war er mit 6 Toren und 5 Vorlagen zweitbester Scorer hinter Dodi Luke Bacchio. Nach dem Abstieg verlässt voraussichtlich der nächste Leistungsträger den Hauptstadtclub. Die Einnahmen steigen auf über 20 Millionen Euro an. Mainz bekommt nach dem verpatzten Ligaauftakt bei Union Berlin eine weitere Option für die Offensive, die auch auf der rechten Außenbahn in der Fünferkette spielen kann. Dort wird ein Ersatz für den weiterhin fehlenden Silvan Widmer gesucht. Wir machen weiter mit einer weiteren Meldung aus der Bundesliga. Laut mehreren Medienberichten zufolge könnte Raphael Boré Eintracht Frankfurt in nächster Zeit verlassen. Der 27-Jährige, dessen Vertrag bei Hessen noch bis 2025 läuft, gilt seit Wochen als Verkaufskandidat. Mehrere Angebote sollen am Main vorliegen. Nun ist offenbar ein weiteres Angebot aus Russland hinzugekommen. Übereinstimmende Meldungen aus Borés Heimatland Kolumbien zufolge hat Lokomotive Moskau bei der SGE eine offizielle Offerte in Höhe von 10 Millionen Euro für den Rechtsfuß hinterlegt. Der 24-jährige Nationalspieler stand am Wochenende beim Saisonauftakt nicht im Kader der Hessen. Bereits in 2022-2023 war Boré mit seiner Spielzeit unzufrieden, lief zwar in 32 von 34 Bundesliga-Partien auf, ging dabei jedoch nur zweimal über die volle Distanz von 90 Minuten. Insgesamt bestritt Boré für die Eintracht seit dem ablösenden freien Wechsel von River Plate 2021 92 Spiele und scheute 27 Torbeteiligungen bei. Mit 3 Treffern in der entscheidenden Phase der Europa League hatte er maßgeblich Anteil am Titelgewinn der SGE. Auch im Blick auf die Nationalelf strebe Boré einen Wechsel an, heißt es aus Kolumbien. Demnach könne sich der Spieler der vergangenen Wochen unter anderem auch mit Olympique Lyon, Olympiakos Piräus in Verbindung gebracht wurde. Auch eine Rückkehr nach Südamerika zu Ex-Club River Plate könnte er sich gut vorstellen. Ob auch Russland angesichts der kolportierten Offerte aus Moskau für Boré eine Option sein könnte, bleibt abzuwarten. Bei der gebotenen Summe, die oberhalb seines aktuellen Marktwerts von 9 Millionen Euro liegt, würde sich der Angreifer in der Top 5 der teuersten Frankfurter Verkäufe einreihen. Sein Karrierehöchstwert hatte er im Sommer 2022 mit 20 Millionen Euro. Wir machen weiter mit einer Meldung aus England. Nach dem Abgang von Riyad Mahrez zu Al-Ahli scheint der amtierende Champions League-Sieger Manchester City Ersatz gefunden zu haben. Den Sportnachrichtensender ESPN zufolge stehen die Sky Blues kurz vor einer Verpflichtung von Jeremy Doku, der aktuell beim französischen Erstligisten Stade Rennes unter Vertrag steht. Demnach ist der belgische Flügelspieler City eine Ablöse von 65 Millionen Euro wert. Nach Mateo Kovacic und Josko Gvardiol wäre er der dritte Neuzugang der Citizens im aktuellen Transferfenster. Über die Vertragslaufbahn ist bisher jetzt noch keine Angaben gemacht worden. Doku soll auch schon in den nächsten Tagen den Medizincheck in Manchester absolvieren. Was ist eure Meinung zu diesem Transfer? Findet ihr, dass Doku der perfekte Nachfolger für Riyad Mahrez wäre? Schreibt es gerne in die Kommentare. Der Abschied von Benjamin Pavard vom FC Bayern München rückt immer näher. Nachdem italienische Medien am Montagvormittag vor einer Einigung zwischen den 27-Jährigen und Inter Mailand berichteten, scheint auch zwischen den Clubs alles klar zu sein. Mehrere Medien aus Italien und Frankreich schrieben am Montagabend Übereinkunft, das Gesamtpaket beläuft sich demnach auf rund 32 Millionen Euro. Die Sockelablöse variiert je nach Medium zwischen 28 und 30 Millionen Euro. In der vergangenen Woche war noch von einem abgelehnten Angebot in diesem Bereich die Rede. Die Ablöse liegt unterhalb der Summe, die 2019 an den VfB Stuttgart gezahlt wurde. Damals waren es noch 35 Millionen Euro.
Die Nerazzurri hoffen, die medizinischen Untersuchungen noch in dieser Woche abschließen zu können und den Defensivmann als zweiten Bayern-Zugang nach Jan Sommer vorstellen zu können. Pavard will den FC Bayern in diesem Sommer verlassen und der deutsche Rekordmeister ist angesichts des 2024 endenden Vertrags auf einen Verkauf angewiesen. Soll ein ablöserfreier Abgang im nächsten Jahr vermieden werden, wie schnell der Transfer tatsächlich über die Bühne geht, hängt offenbar davon ab, wenn ein Nachfolger für den Weltmeister von 2018 gefunden wird. Als mögliche Nachfolger stehen Lutz Schreil, Getruida von Feyenoord Rotterdam, Lukas Klostermann von RB Leipzig oder Chris Richards von Crystal Palace. Als ich gerade dieses Video aufnehme, kommt eine neue Meldung dazu. Laut mehreren Medienberichten zufolge gibt es Neuigkeiten um die Wechselgerüchte von Ryan Gravenberg. Der niederländische Youngstar Ryan Gravenberg könnte noch in diesem Sommer vom FC Bayern München in die Premier League wechseln. Ein Transfer vom Mittelfeldspieler Ryan Gravenberg vom FC Bayern München zum FC Liverpool in die Premier League wird offenbar immer konkreter. Laut mehreren britischen Medienberichten zufolge gibt es immer noch weitere Gespräche zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool über einen möglichen Wechsel von Gravenberg. Erst vor wenigen Tagen berichteten die TZ, dass sich die Transfer-Taskforce der Bayern getroffen habe, um über die Zukunft von Gravenberg zu beraten. Gegenstand der Diskussion war dabei auch das Interesse Liverpools Premier League Konkurrent Manchester United. Die Red Devils befinden sich der Daily Mail Bericht zufolge aber nur noch auf der zweiten Position im Rennen um den Niederländer. Gravenberg hat beim FC Bayern auch in dieser Saison unter Thomas Tuchel einen schweren Stand. Hinter Joshua Kimmich, Konrad Leimer und Leon Goretzka ist er im zentralen Mittelfeld nur die vierte Wahl. Zuletzt gab es Gerüchte, wonach Tuchel einen weiteren Spieler auf dieser Position forderte. Gravenbergs Vertrag bei den Münchern ist noch bis Ende Juni 2027 datiert. Den Vernehmen nach forderte der FC Bayern rund 30 bis 40 Millionen Euro Ablöse bei einem fixen Vereinswechsel. Der Niederländer stieß im vergangenen Sommer zu dem deutschen Rekordmeister. Seitdem stand er 33 Mal auf dem Rasen, wobei er ein Tor erzielte und eine Vorlage gab. Es gibt nun noch Neuigkeiten um die Wechselgerüchte von Kylian Mbappé. Nach aktuellem Stand können Mbappé PSG im Sommer 2024 ablösefrei verlassen. Dazu soll es aber offenbar nicht kommen. Kylian Mbappé könnte nach intensiven Gesprächen mit Clubverantwortlichen nun offenbar einen neuen Vertrag bei Paris Saint-Germain unterschreiben. Demnach seien die Hauptmotivation dahinter, einen ablösefreien Abgang des Superstars im Sommer 2024 zu verhindern. Dann läuft Mbappés aktueller Vertrag in Paris nämlich aus. Das neue Arbeitspapier könnte laut Times auf eine Dauer von einem oder mehreren Jahren ausgelegt sein. Dabei soll PSG eine teilweise Kompensation für die geschätzten Kosten in Höhe von rund 175 Millionen Euro erhalten, mit denen Mbappés finales Vertragsjahr bei PSG zu Buche schlägt. Von Vereinsseite könne dem Spieler indes eine garantierte Ausstiegsklausel zugesichert werden, gegen deren Zahlung er den Verein verlassen kann. Soll es jedoch nicht zum Abschluss eines neuen Vertrags kommen, ist Mbappé wohl bereit, auf seinen Loyalitätsbonus in Höhe von rund 100 Millionen Euro zu verzichten, der ihm für einen Verbleib eigentlich zustehen soll. Diese Summe entspricht den minimalen Forderungen an Ablöse, die PSG im Juni für einen möglichen Transfer Mbappés in diese Nummer festlegte. Der Stürmerstar hatte zuvor deutlich gemacht, dass er die Pariser 2024 sicherlich verlassen wolle. Wie es weitergeht mit Mbappé ist es momentan noch nicht sicher. Er ist aber momentan wieder im Kader und darf auch wieder bei den Trainingseinheiten mitmachen. Nasser Al-Khelaifi plant sogar noch weiter mit Kylian Mbappé, obwohl es in letzter Zeit sehr viel Streit zwischen den beiden gab. So, und jetzt seid ihr mal wieder gefragt. Was haltet ihr von den Wechselgerüchten von Kylian Mbappé? Denkt ihr, es ist die richtige Entscheidung, bei Paris Saint-Germain zu bleiben, oder sollte er jetzt endgültig Paris Saint-Germain verlassen? Was haltet ihr von den Wechselgerüchten von Ryan Gravenberg zu FC Liverpool? Findet ihr, Bayern sollte ihm mehr Spielzeit geben, oder es wäre besser, wenn man getrennte Wege geht? Schreibt eure Meinung doch gerne mal wieder in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren, was ihr so dazu sagt. Jetzt könnt ihr natürlich auch noch gerne diesen Kanal hier abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Außerdem könnt ihr auch gerne noch ein Like geben, falls euch dieses Video gefallen hat und ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, um keines weiteren solchen Videos mehr zu verpassen, um immer auf dem Laufenden zu sein. Jetzt werden noch meine letzten Videos eingeblendet, die kannst du dir auch nochmal anschauen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und ciao ciao.